TV, 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 Xing Xing TV. Okay, herzlich willkommen zum 9. Xing Xing TV Podcast. Mein Name ist Philipp Süß und ich habe wieder einen Gast geladen und zwar diesmal Kai Lehmkuhl. Hallo. Hallo. Kai, du hast richtig Bock, hast du mir gerade schon erzählt. Ja. Ja, ich bin voller Angst. Warum? Ja, weil ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe ein paar Folgen gehört davon und fand es ziemlich beachtlich, in welcher Weise die Leute, mit denen du gesprochen hast, sich geöffnet haben. Ich kann jetzt noch nicht einschätzen, ob mir das recht ist. Und du denkst, du würdest dann in irgendwelche Abgründe gucken oder wie meinst du das? Oder nee, Abgründe zeigen. Du würdest dir Abgründe zeigen, Leuten ins Internet, die auf die. Also die wenn sich da überhaupt jemand für interessiert, dann wäre es eher so die Furcht von sich unter Kontrolle zu haben. Was will man erzählen? Das, ne, wenn's ein, so wie du es eben geschildert hast, wenn es ein organisches Gespräch ist, ein flüssiges, wo man sich gut bei fühlt, dann fängt man natürlich an zu erzählen. Und ja. Dann kann schon sein, ja, dass ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal erschrecke. Mein Ziel ist es natürlich, dich in den völligen Kontrollverlust zu manövrieren. Ja. Ja, genau. Ja, das finde ich ja interessant, dass du die so dosieren. Hast kann, du das? Kann ich nicht. Das kannst du nicht, aber du möchtest das gerne. Ja, also ich meine jetzt über Musik reden und über das, was man als Musiker macht, ist natürlich, dass man schon mit Freunden oder mit Leuten gerne darüber spricht. Aber das hat natürlich auch immer eine persönliche Seite, ne? Und die ist halt vielleicht eher, würde ich ganz gern selektiver weitergeben. Und hast du das beim Songschreiben auch, dass es so Sachen gibt, die nicht für dich nicht auf die Bühne gehören, die Teil deiner Persönlichkeit sind zum Beispiel? Die in dem Vortrag passieren oder die in den Texten passieren? Wie auch immer. Also diese in so wahrscheinlich dann eher in den Texten, also wenn es dann so explizit wird, dass du bestimmte, was weiß ich, Dinge wegselektierst. Verstehst du, was ich meine? Nee. Also müssen Sie vielleicht auch erstmal erklären, ich habe halt zwei musikalische Projekte, einmal die Band Tulp, eine deutschsprachige Band, und die Band Elbentanz, englischsprachig, und bei Tulp ist es, oder war es bisher eigentlich immer so, dass es sehr viel persönlicher war, aber in Chiffrierungen textlich auch oft funktioniert, deshalb fürchte ich mich davor eigentlich nicht. Also die Leute, die mich kennen, finden halt Adaptionspunkte in den Texten. Ich glaube, für die Leute, für alle anderen, die sich dafür interessieren würden, ist es einfach nur eine Wand erstmal. Ja. Und, aber also du fürchtest dich dann nicht, in deiner Musik explizit zu werden auch, oder du hast es gerade gesagt, diese Chiffrierungen, gibt es das Wort? Mhm. Also dass man das dann irgendwie so ein bisschen verklausuliert und also das magst du schon ganz gern, oder? Ja, das ist ja also da so ein bisschen so ein Stilelement irgendwann geworden, aber nicht um sich irgendwie zu schützen, sondern wie ist das überhaupt entstanden? Es ist ziemlich persönlich in den Texten. Wie soll ich das erklären? Mhm. Also den Prozess müsste ich, glaube ich, erstmal selber durchdenken, was ich, wenn ich davon rede oder meine, dass es eine eigene Sprache für mich geworden ist, so zu texten. Das klingt auch einfach ein bisschen abgehoben, ist es ja wahrscheinlich auch nicht. Aber mir kommt es so vor, als wenn ich immer noch so eine Zwischenebene einbaue, textlich irgendwie so, dass es vielleicht nicht ganz ersichtlich wird, wenn, weiß nicht, eine Platte wie Für Tiere Namen das Oberthema Tod hat, dann ist, wenn ich das erzählt habe, bei den meisten Leuten erstmal so gewesen, wirklich? Ja, so ging es mir ja auch. Also wir hatten ja dieses Gespräch schon mal, dass ich so wenig da reinkomme in deine Texte. Ne? Also wenn ich habe die Sachen ja wirklich sehr, sehr intensiv angehört, aber ich verstehe so wenig, was du meinst. Das habe ich nicht so oft, so dass ich also diese Bilder, die ich weiß nicht, ob du das kennst, du bestimmt auch bei anderen Künstlern, ne? Dass man irgendwie so das Bilder gibt, die irgendwie mit einem beginnen zu kommunizieren und wo man mit den eigenen
Geschichten irgendwie einziehen kann und Bilder, die irgendwie so schwierig sind. Und ich finde das bei dir schon, dass du, also jetzt ist natürlich immer sehr subjektiv. Das kann natürlich auch ein Unvermögen sein, also nicht auf deiner Seite, sondern auf meiner Seite, es nicht so ausdrücken zu können, dass man einen Zugang dazu findet. So, ne? Das ist, kann auch eine Form von Selbstbetrug sein, dass ich meine, ich hätte da eine Sprache entwickelt, aber einfach nur, dass es ein Geschwafel ist. So, ne? Aber ist das denn dein Ziel, möglichst viele anzusprechen, also möglichst verständlich zu sein? Oder? Nö. Weil dann würdest du doch anders texten. Wenn ich das wollen würde. Ja. Ja, also da hatte ich irgendwie auch ein Gespräch jetzt mehrfach drüber. Ich habe so ein Projekt, wo ich Kinderlieder mache und da muss ich natürlich völlig anders, sowohl musikalisch als auch textlich vorgehen. Ne? Und da habe ich irgendwie textlich dann auch gemerkt, dass ich ein gewisses Unvermögen einfach habe, dass ich nicht oder mich sehr stark disziplinieren muss, um pointiert schreiben zu können. Mhm. Ich hatte mich zum Beispiel mit Olli, den du auch interviewt hast, darüber mal unterhalten und der hat genau das, was ich nicht kann, finde ich. Der kann einfach sehr pointiert schreiben, der hat eine ironisierende Ebene oft dabei, der kann lustig sein und das eigentlich genau das ist, was ich in den Kindermusiken versucht habe zu finden. So, ne? Ja. Ja. Wobei ich auf der anderen Seite das ja auch gar nicht. Ich finde dieses Simplifizieren und Runterbrechen so in allen möglichen Bereichen, das ist ja so ein Phänomen der Popmusik auch, ne? Dass man irgendwie so versucht, so allgemein verständlich wie möglich zu sein. Ne? Eigentlich finde ich das auch gut. Also wir hatten ja gerade zum Beispiel über die erste Voltaire-Platte gesprochen, wo der Roland das auch gar nicht macht. So, wo er auch völlig so ganz, ganz abstrakt lyrisch bleibt oder so in seinen Texten, in den allermeisten, finde ich. So für mich. Aber ich habe die ersten Sachen ja auch sehr aufmerksam gehört und da waren für mich als Hörer aber genug Punkte, die sich bei mir innerlich entwickelt haben, wo ich einfach Anknüpfungspunkte gefunden habe. Ne? Das, also die Musik, die ich eigentlich im deutschsprachigen Bereich höre, ist textlich dann doch eher, deshalb habe ich mich mit Tulps ja wahrscheinlich irgendwann an Bands angelehnt. Wenn ich jetzt Namen nenne, die so ein bisschen mich auf so eine Fährte gebracht haben, dann weiß nicht, ob du die kennen würdest, die Band Porf aus Münster. Nee. Die haben so 90er Jahre bis, ich weiß nicht, bis 2000 oder so, hat es die Band gegeben. Die waren für mich so ein auslösendes Moment, überhaupt erst auf Deutsch zu texten, neben den ersten Blumfeld-Sachen, die ich auch ganz toll fand. Mhm. So, ne? Aber es, oder die Band Pendikel gab es bis vor kurzem noch aus Osnabrück, die auch sehr viele, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, hat eine gewisse Formelhaftigkeit oft haben und aber einfach immer so in diese Zwischenebenen reinstoßen. Das hat mich an deutschen Texten eigentlich am meisten immer interessiert. Ja. Und das an sich gefällt mir, also ich selbst bin ja total fanatisch, was deutsche Texte anbelangt und das, da ist meine Bandbreite an Liebhaberei sehr, sehr groß. Genau, aber es ist halt eben auch schon mal so. Ich vermute, also dass das auch noch passieren kann. So, also ich finde das ja alles interessant. Dass du den Zugang zu den Texten noch findest. Genau. Mhm. Und ich finde, als Künstler darf man das ja alles, also total subjektiv sein. Und wir haben ja gerade diese Chance, auch total subjektiv zu sein, weil wir unser Lebensunterhalt nicht davon abhängt. So, ne? Also wir müssen gar nicht so sehr gucken, dass wir so... Ja, aber da bin ich, glaube ich, auch schon ein bisschen arg zickig, dass selbst wenn ich glaube, wenn ich eine künstlerische Relevanz hätte, also ein größeres Publikum, wäre mir das, glaube ich, auch scheißegal. Ja. Also ich werde da nie hinkommen, weil ich eben diesen Zugang zu Musik habe. Ne? Und aber ich glaube, das würde sich nicht ändern. Klar, im Endeffekt ist natürlich auch eine Frage des Vermögens. Wir haben eben auch ich habe kurz Münchner Freiheit erwähnt, die auf einer völlig anderen Ebene funktionieren, einfach sehr klar. Es ist halt Schlagermusik, aber das interessiert mich textlich tatsächlich auch. Ja. Ich habe mal über einen alten Produzenten, für den ich mal Sachen gemacht habe, also Gitarren eingespielt habe, auch im Kindermusikbereich, einen Texter kennengelernt, der Texte für Howard Carpenter, glaube ich, war das, und Roland Kaiser geschrieben hat. Und das hat mich total interessiert, wie der arbeitet. Ja. Aber der hat einfach unglaublich strukturiert gearbeitet. Ich meine, der hatte sein Topic, sein Thema, das er bedienen will und hat natürlich auch ganz viel mit Sprachbildern gearbeitet. Aber das natürlich, ich meine, der weiß einfach genau, für welches Publikum das bestimmt ist und in welchen
Schema das Ganze funktionieren muss. Und das ist auch eine Form, die mich interessieren würde. Nur das könnte ich halt nicht. Ja. Ich kann gar nicht so präzise sein, glaube ich. Ja, und du hast jetzt gerade Relevanz und die sozusagen Quantität des Publikums verbunden, also künstlerische Relevanz. Und eben, du formulierst das so als Defizit bei dir, weißt du? Nimmst du das so wahr? Also, dass du gerne eine andere Sprache finden würdest, um mehr Zuschauer anzusprechen? Nö. Nee. Also ich, klar, wie jeder, der so Musik auch bis zu einer gewissen Schwelle macht oder gemacht hat, wünscht man sich natürlich ein gewisses Maß an Publikum. Aber selbst da ist es auch, bin ich auch noch recht selektiv gewesen. Also ich meine, es gab eine Phase mit Tulp vor, weiß nicht, vor 10 Jahren oder so, wo man merkte, das Publikum wird sukzessive ein bisschen größer, je nachdem, in welchen Orten man natürlich spielt. Ne? Und da gab es natürlich auch Gespräche, ich meine, wir haben auch Platten veröffentlicht über kleinere Indie-Labels und es gab auch Gespräche mit vielleicht für uns ein bisschen interessanteren Labels noch, wo man irgendwie gedacht hätte, dass das hätte irgendwie so einen Schub geben können, aber es war dann auch, also neben dem, was in der Band, in der damaligen Besetzung auch passiert ist, so ist ein Teil oder eigentlich eine Person in der Band genau das gewollt hätte, eine Präzisierung des Ganzen und auch abzielend auf eine Wirkung. Und ich und ein anderer Teil der Band gesagt hat, macht aber irgendwie nicht so einen Spaß. So, ne? Ja. Und dann haben wir das verworfen und das wurde dann natürlich irgendwann sehr auf die Spitze getrieben, ne? Mit jeder Platte immer mehr. Also, was aber für mich dann irgendwie mich dahin geführt hat, was mich eigentlich am Anfang hat Musik machen lassen. Also dieses im Proberaum stehen und wir spielen, irgendjemand wirft eine Idee rein, meistens ich, aber auch andere Leute und dann ohne viel Kalkül und auch ohne offensichtliche Dogmen an die Sache ranzugehen und einfach dieses Musikmachen miteinander fühlen, ne? Was dann passiert. Das ist für mich immer eher so das Spannendere gewesen. Also weiß nicht, als ich mit 15, 16 Jahren angefangen habe, war das Vermögen natürlich nicht entsprechend. Da habe ich auch andere Formen Musik gemacht. Ich habe sehr technischen Metal und solche Dinge gemacht. Ich habe zu Hause gesessen in der Bude und Skalen geübt und so einen Scheiß. Das hat mich einfach ganz viel Zeit gekostet im Songwriting, die ich verloren habe. Dachte ich dann irgendwann so, wo ich mich mit tollen Bands hätte beschäftigen können. Okay. Mit amerikanischen Indie-Bands, die mit Sounds arbeiten und so. Und ich habe halt sehr viel Scheißmusik einfach gehört in einer langen Zeit meines Lebens. Also in, weiß nicht, so von 14 bis 18 oder so. Du hast gerade gesagt, das finde ich sehr interessant, dass das von Platte zu Platte immer mehr auf die Spitze getrieben wurde. Das war so eine Formulierung von dir. Was genau meinst du damit? Also was wurde immer extremer? Also was hat sich immer weiterentwickelt? Also dass weniger zugänglich wurde? Oder? Genau, ja? Das war irgendwann natürlich auch so ein bisschen, also das an sich, die Grundidee entsteht ja vermutlich, wie bei den meisten Leuten, die ich so jetzt hier im Umfeld auch kenne, die ich mag, erstmal dieses Laufen lassen, ne? Zu gucken, leer werden, man sitzt an der Gitarre, träufelt einfach vor sich hin, es kommt was, es kommt nichts, wenn was kommt, wird es relativ schnell klar. Und das aber dann auszuformulieren, ohne jetzt, meine ich zumindest, dass es so ist, ohne schon an das Publikum zu denken oder sonst was, sondern wirklich das zu machen, oder das möchte ich gern das zu machen, was ich sonst noch nicht gehört, aber was mich halt interessiert an der Musik halt. Ne? Und vor allen Dingen die Momente auszuloten, die eben nicht aus diesem Intellekt kommen, sondern die aus Dingen kommen, die ich erstmal so nicht unbedingt verstehen kann. Mhm. Das ist für mich spannender. Und das und wie jetzt rein praktisch, wie entsteht dann ein Text? Also improvisierst du ihn dann über die Musik? Also entsteht der praktisch während des Entstehungsprozesses der Musik? Oder, Das ist unterschiedlich. Ja. Es gibt auch den umgekehrten Weg. Es gibt tatsächlich auch Zeilen, ne? die erst da sind und dann entwickelt, dass es war bei der neuen Platte Kommen Geh so, dass tatsächlich Zeilen erstmal da waren und dann hat sich eine Struktur darüber musikalisch ergeben. Das ist und drumherum wurden mit in Proben wurden aus Soundcollagen praktisch Dinge rausdestilliert halt. Ne? Den Weg gab es auch, aber ich habe nicht so wirklich
Ich hab keinen Plan für die Dinge so, ne? Also bei diesen Kinderliedern merke ich halt, da gibt es diesen Plan ganz klar. Ja. Aber da versuche ich das, was mir an der Musik in dieser Tulpe oder in dieser Elbentanzschiene, was mich da glücklich macht, das ein bisschen mit in dieser Musik rüberzubringen. Das heißt, bestimmte Harmonieläufe, die mich einfach fröhlich machen. Also nicht, weil sie fröhlich sind, sondern weil ich denke, einerseits, die berühren mich und mich dann auch frage, wo kommt der her? Ja. Plötzlich, ne? Also man kann über Akkordfolgen denken, was man will. Ne? Ja. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es auch in tonalen Dingen Dinge gibt, die noch nicht gesagt wurden. Mhm. Also nicht eine Harmoniefolge oder wie man Gesang zu irgendwas entwickelt. Das ist in der Form natürlich, denke ich, alles schon gespielt worden. Ja. Aber es gibt da für mich auch tatsächlich Zwischenmomente und Phrasierungen und Färbungen, die es dann besonders machen und die mich dann interessieren. Ne? Ja, und nach diesen wie so ein Forscher suchst du nach diesen Momenten für dich. Also ja, wo du das Gefühl hast, da ist etwas, was noch nicht da ist, sozusagen. Ja, also die Grundposition ist erstmal nur Leere im Kopf. Einfach wie so ein Meditationszustand, einfach nur das, was mir total gut tut, einfach auf der Gitarre träufeln zu lassen und zu gucken. Und klar, ich habe über die Jahre hinweg so, meine ich, für mich so mein Gitarrenspiel entwickelt zu haben, nachdem ich oft verfahre, wenn ich nicht für andere Leute spiele, also wenn ich meine Musik spiele. Und da lasse ich einfach träufeln und gucke, was hängen bleibt. Und wenn es hängen bleibt, fängt die Arbeit natürlich an. Dann versucht man es natürlich in irgendeiner Form zu konservieren. So, ne? Und, ja. Und versucht es in den seltensten Fällen so, dass ein Teil auf den anderen schon sofort da ist, sondern es gibt eine Grundessenz des Songs, die ist aus diesem unbefleckten Moment entstanden und drumherum wird natürlich dann schon auch mit Kalkül und wird was gebaut, wo ich aber versuche, das nicht zu, dass es nicht so eine Überhand nimmt, dass es dann in sich als gesamte Ding dann, dass ich für mich das Gefühl habe, das ist aber wirklich jetzt kalkuliert. Und, weil klar, es gibt Musiken, die man kann das ganz mathematisch sehen auch und kann dann von dem, was auf dem Blatt steht, an erstmal formaler Mathematik, kann es dann beleben. Das können natürlich auch ganz tolle Leute, wirklich fantastisch. Auf diese Ebene werde ich aber sehr wahrscheinlich niemals kommen. Das heißt, ich kann einfach nur aus diesem leeren Moment erstmal gucken, was passiert und dann konstruiere ich halt drumherum. Und in meisten Fällen halt, oder jetzt in diesen Fällen der beiden Bands mit Leuten, die ich einfach musikalisch total schätze. Ja. Und also gibt's wieder auf die Textebene, also gibt's für dich nicht den Moment, dass sich irgendwie ein Thema so berührt und du dich hinsetzt und zu diesem Thema möchte ich jetzt schreiben, sondern du sitzt, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, du sitzt da und bist leer und lässt fließen und dann kommt vielleicht dieses Thema zu dir, so esoterisch gesprochen. Ja, oder ich will auch nicht, ja. Das ist tatsächlich, ich habe mit Esoterik, das hört sich jetzt erstmal sehr wahrscheinlich alles so in die Richtung an, aber ich habe da ein großes Problem mit. Ich habe ja das Glück, dass ich auch selber Lieder schreiben darf, diesen Zustand durchaus auch kennen darf. Mhm. Deswegen ist das überhaupt nicht, es mag esoterisch klingen, aber es ist überhaupt nicht esoterisch. Das in so guten Momenten kenne ich das natürlich auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, da fließt was durch mich durch und man ist irgendwie gar nicht so sehr derjenige, man fühlt sich gar nicht so aktiv dabei irgendwie in diesem Prozess. So, also so verstehe ich das. Ja, auf der Textebene ist es bei mir, glaube ich, also in der Musik bin ich, glaube ich, freier. In den Texten bin ich natürlich oft in meiner Persönlichkeit auch einfach gefangen und ich bin da auch sehr wahrscheinlich sehr oft sehr monothematisch. Also das geht bei mir. Wort ist halt auch viel definierter, ne? als irgendwie das, was die Musik ausdrücken kann. Deswegen vermutlich nutzen wir deswegen auch die Musik noch als Ausdrucksmedium. Sonst könnten wir auch Texte vorlesen. Also es gibt schon Texter, die ich als unfassbar spannend und virtuos empfinde und die auch switchen können, ne? Wo ich irgendwie denke, dass die einfach ihre Rollen und ihre Perspektiven wandeln können und das ist auch auf Textebene dann. Also eher bei Lyrikern und sonst was, das sind das Dinge, die mich interessieren. Mhm. Aber diese Ebene werde ich, wie gesagt, glaube ich, nie erreichen. So. Ja. Und hast du denn da die Ambition, dich weiterzuentwickeln, über dich hinauszuwachsen? Also machst du das auch so ein bisschen zu deiner Hauptsache, irgendwie ein besserer Lyriker zu werden oder dich zu orientieren an dem,
an den Groß, die du feierst? Oder sagst du, das ist einfach für mich nicht zu erreichen, die sind auf einer anderen, die sitzen auf einer anderen Wolke oder ich weiß, wie man es sagt. Ja, natürlich tun die das. Ja. Aber man kann sich das, das Schöne in jeglicher Kunstform, ne, ob es jetzt, weiß nicht, Text, Lyrik oder Film oder andere bildende Künste sind, also Adaptionspunkte finde ich eigentlich fast überall. Und das halt, wie gesagt, also man spricht ja von, also ist, ich spreche jetzt hier über meine Musik und das ist, also eine Relevanz, denke ich, hat es kaum. Für mich aber hat es natürlich eine Relevanz, weil es für mich einfach oft ein Spiegel ist und tatsächlich oft auch den Charakter von Tagebucheinträgen oder solchen Dingen auch haben kann halt. Ne? Und das heißt, ich konserviere halt für mich gewisse Phasen und das, was ich in diesen Phasen gedacht habe. Also ist das für dich dann die Qualität, ist das für dich dann in erster Linie dieses Archivieren, was du jetzt gerade beschreibst, oder ist das eher auch dieses Loswerden von Blockaden oder was irgendwie, was ich zum Beispiel auch kenne, dass man irgendwie sich wirklich einen Schmerz von der Seele schreibt oder sowas, so ganz, ganz einfach ausgedrückt? Ja, das ist beides mit Sicherheit. Also es hat irgendwie bestimmt therapeutische Anleihen oft. Hat aber, das habe ich mich halt lange gefragt, irgendwie, also klar, mit, wenn man anfängt, hat man natürlich auch gewisse Ideale, ne, und sucht als Pubertierender natürlich auch eine gewisse Form der Anerkennung. Merkt dann irgendwann, dass man, oder ich habe es irgendwann in der Musik natürlich auch gemerkt, dass man in gewisser Form die auch bekommt. Und dann habe ich aber ab einem gewissen Punkt für mich tatsächlich auch dann gedacht, dass es, also die glücklichsten Momente beim Musikmachen sind am Anfang die gewesen, die sie jetzt auch sind. Mhm. Also mit diesen Typen, mit denen ich dann jeweils Musik gemacht habe oder auch mit Frauen oft Musik gemacht. Zu gucken, ob man eine Ebene findet, in der man was zusammen schaffen kann. Ne? Was für einen selbst irgendwie eine Bedeutung hat. Und in dem Fall, wenn man dann irgendwann auf eine Bühne geht, natürlich auch versucht, das in angemessener Form zu zeigen. Ne? Aber das interessiert mich noch ein bisschen konkreter, was dieser glückliche Moment ist, den du da beschreibst. Also beim Proben? Ja. Also was ist das? Also was du da suchst sozusagen in der Musik? Also im gemeinsamen Musizieren? Also für mich ist es relativ klar, wenn ich alleine zu Hause sitze, was ich eine Zeit lang dann auch bei Ideen mal gemacht habe, wo ich zum Beispiel diese Elbentanz, als es die noch nicht gab, gab es schon einige Ideen und ich habe die für mich zu Hause gespielt und dann habe ich mir natürlich Vorstellungen gemacht, wie könnte das klingen, was hat das, ne? Und dann komm ich dann schnell natürlich auch in so Bereiche rein, die ich nicht so gerne mag, also im Studio, im Produktionsprozess dann irgendwann schon, aber was so Sounddesign angeht und gewisse Dinge, wo es dann für mich oft recht mathematisch wird, das wird es natürlich zwangsweise irgendwann im Verlauf so einer Produktion auch, wenn man natürlich Entscheidungen treffen muss, wenn man Sachen aufnimmt. Hilf mir nochmal, wo waren wir? Genau, ich habe gefragt, was so die glücklichen Momente sind, die du in der Musik da findest, sozusagen. Mhm. Und also zu sehen einfach, dass das, was aus dem Song wird, wenn ich es mit Leuten mache, die ich mag, und das hat eine Vertrauensebene natürlich dann auch irgendwann, dass die Musik einfach Welten besser wird, als wenn ich das zu Hause am Rechner alleine zusammensetze. Das hat Demo-Charakter dann oft, das kann man vorspielen und kann sagen, was man damit meint, und vielleicht funktioniert es auch in Teilen. Ich habe auch mal für andere Leute geschrieben, waren es auch eher so Pop-Produktionen, dann das geht dann alles, aber ich bin im Endeffekt natürlich dann irgendwann auch einfach Rockmusiker und brauche ein gewisses Soundvolumen auch, was mich interessiert, und vor allem, wenn es in diese Wärme reingeht, wenn es um Schlagzeug und um Bass geht. Und also ein konkretes Beispiel, ich habe im Frankreich-Urlaub jetzt 3 Wochen versucht, so wie ich das immer mache, einfach ein bisschen zu spielen und mal gucken, ob was kommt, und es kam eigentlich nichts in 3 Wochen, weil naja, es war einfach so, finde ich auch dann in dem Moment nicht so schlimm. Ich habe dann aber nach dem Urlaub gemerkt, eine Sache ist doch gekommen, und zwar ein Text, den ich zu einem recht poppigen Stück auf der Rückfahrt einfach so ein bisschen erdacht habe. So einfach in Reflexion dessen, was wir jetzt da gerade in den 3 Wochen erlebt haben und was es für mich halt einfach so, was dieser Urlaub für mich bedeutet. Das habe ich den anderen, wie ich das oft mal mache, ich habe das Marian, glaube ich, Marian habe ich das zuerst geschickt, weil wir irgendwie hier auf diesem Chic Belgique
CO-Pop gespielt haben. Ich hatte halt so die Vorstellung, dieses Lied, was vorher schon in der Grundstruktur von den Harmonien, aber noch ohne Text existierte, mit dem Text, würde es einfach gerne mal da ausprobieren. Hab Marian ein Handy auf, hab Marian erst gefragt, so, kannst du es vorstellen? Hab ihm eine, wie ich das immer so mache, so eine popelige Handyaufnahme geschickt. Und er hat sich so seinen Teil dazu ausgedacht. Wir haben es einfach ausprobiert auf dem Konzert. Und Marian hat es wohl auf einer Probe, bei der ich nicht war, auch den anderen vorgespielt. Das heißt, die kannten es dann auch. Wir haben jetzt letzte Woche geprobt und haben das Ding einfach zum ersten Mal angefasst. Und diese Momente finde ich einfach total, total schön. Also wenn ich weiß, was ich halt vorher finde, das ist ein Lied, was so ein bisschen, wo ich auch in einer gewissen Soundästhetik gedacht habe und gedacht, Dinge, die mich, also dieses Urlaubsgefühl war so ein bisschen auch immer für mich verknüpft mit Kindheit und auch so der, der Geruch in meinem Kinderzimmer, der Teppich und die Art von Musik, die im Radio damals lief, 80er Jahre, Nick Hersher, Mitch Hue oder sonst was so, und es war tonal schon so ein bisschen in die Richtung. Als ich das dann irgendwie erst zum ersten Mal gesungen hatte, den Text, habe ich auch sofort gedacht, das ist mit Teilen auch einfach geklaut von Nick Hersher. Also nicht der Song, die Harmonien, aber gewisse Dinge wird er sehr wahrscheinlich so singen. Und das wäre so meine Soundästhetik gewesen, aber ich habe das, glaube ich, bevor wir es angefangen haben zu spielen, bei der Probe nur kurz angedeutet. Es ist aber egal. Man fängt es an zu spielen und die Typen machen sofort was draus. So, ne? Und das ist, also im Grunde geht es um das Loslassen der Idee. Ja, das wäre, also das ist ja auch mal, finde ich, ein interessanter Punkt, so, wenn man zu konkrete Vorstellungen hat oder in der Produktion ist ja auch oft einfach schmerzhaft, ne? Wenn man Dinge, also man hat eine Vorstellung und man muss aber jetzt, weil man in diesem Gefüge sich auch bewegen will, auch überzeugen lassen. Also es ist bei mir oft so, dass ich eine vorgefertigte Meinung von einer gewissen Sequenz habe und im Nachhinein aber einfach total klar ist für mich, wie konnte ich diese Meinung haben? Okay. So, nur, dass es einfach so viel besser ist, was Philipp und Basta jetzt gerade macht oder Kurt hat für den Song aus einer, weiß nicht, einer relativ schnellen Laufenlass-Aktion einfach einen Groove formuliert, der, also ich hätte einfach getrommelt, wie ich halt trommeln würde und wie ich in den 80er Jahren getrommelt hätte. Mhm. Aber er hat was Schönes draus gemacht. Also es übersteigt sozusagen deine akustische Fantasie oder so, also deiner Vorstellungskraft, wie es klingen könnte, was die dann daraus machen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Übersteigen ist, sondern es ist oder verändern. Also es ist einfach, ja, sie machen es besser als das, was ich irgendwie... Das wäre ja übersteigen. Ja, stimmt. Ja, das finde ich so interessant, was du gerade auch schon so betonst oder immer wieder betonst, ist deine eigene Limitiertheit. So, und das, war das bei dir immer so, dass du das so im Blick hattest oder hat das mit vielen Enttäuschungen zu tun, dass du gemerkt hast, oh, ich habe einen Song geschrieben, der wird da jetzt hier zum großen Welthit und dann... ist es aber doch nicht dazu geworden. Oder, also, verstehst du, was ich meine? Ja, also, eine eigene Limitiertheit habe ich so, muss ich sagen, klar, aus einer Jugendlichkeit und aus einer gewissen Ignoranz auch so nie empfunden, weil ich immer dachte, ich kann auch Gitarre spielen. Ne, ich kann für andere Leute im Studio spielen und ich kann Metal-Läufe spielen und alles Mögliche, aber ich konnte keine Songs schreiben. Ich kann es bisher immer noch nicht, ne? aber ich näher mich dem an. Aber eine Limitiertheit habe ich, glaube ich, so für mich nie gefunden, weil ich auch immer schon, weiß nicht, stimmlich, ich habe immer Stimmen imitiert und habe halt gemerkt, es gibt gewisse Dinge, die ich mit der Stimme machen kann. Und da gab es also jetzt ein bisschen mehr Grenzen, weil ich einfach merke, ich werde ein bisschen älter und habe halt auch ein bisschen zu viel geraucht. Und es gehen halt ein paar Töne oben flöten, wenn es so in diese Falsett-Dinge reingeht. Nee, aber es ist eine Limitiertheit der Form, die habe ich jetzt ja wahrscheinlich die letzten Jahre erst entdeckt. Aber da geht es mehr nicht um das technische Vermögen als Musiker, sondern eher das, was ja eigentlich viel wichtiger ist. Ne? Hat man was zu sagen und das kann man natürlich nicht durch irgendwelche tollen, unglaublichen Harmoniewendungen oder sonst was schaffen, sondern durch das, was das Ding halt beseelt. Ne? Ja. Und das ist halt eine Limitiertheit, klar, die man irgendwann akzeptieren muss. Und man ist halt nicht John Lennon oder Paul McCartney. So, ne? Ist man nicht. Nee. Das stimmt. Wäre man auch schon ganz schön alt oder tot. Ne? Wenn man die wäre jetzt. Paul McCartney lebt noch. Ja, also John Lennon halt nicht. Ne? ja, aber dennoch, dieser Moment, wo einem das gewahr wird,
ich meine, das, was du ja gerade auch schon mal beschrieben hast in dem im anderen Zusammenhang, dass du so viel Zeit damit zugebracht hast, aus heutiger Sicht mit Scheißmusik oder sowas. Dieser Moment im Rückblick irgendwie sich dessen gewahr zu werden, boah, krass, wie limitiert ich bin. Das ist aber erstmal eine Verletzung oder war es für dich eher eine Befreiung? Weißt du, nee, ich kann alles und diese, weißt du so, also diese Hybris, die man haben kann. So. Ich kann es doch. Ja, die kann man ja auch in ganz vielen anderen Bereichen noch haben. Ne? Voll. Das ist, im Musikalischen bin ich dir, glaube ich, ein bisschen näher gekommen. Da weiß ich mittlerweile ein bisschen mehr, was ich kann und was ich nicht kann. Ja. Aber Grenzen empfinde ich trotzdem nicht wirklich. Nee. Das ist auch das Schöne. Also es kommt ja einfach. Also wie gesagt, ich stehe ja nicht auf den übermäßig großen Bühnen oder sonst was und es gibt nicht übermäßig viele Hörer für die Art von Musik, die ich mache. Aber das stoppt einen ja nicht. Man macht ja trotzdem weiter so. Ne? Und aber wahrscheinlich hast du auch mal begonnen, wie alle anderen auch, und mit dem großen Wunsch, dass das riesig groß wird, oder? Wann ist das? Ich hoffe, also, dass es nicht so ist, aber das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr. Mein Auslöser war, dass ich sehr beeindruckt war. Also bei uns in der Familie wurde eine gewisse Form von Musik gehört. Ich habe halt ein Umfeld, was so ein bisschen musikalisch, ein bisschen hippiesque war auch und viel dieser Progressivkram, Jazz Brutal und was ich was alles. Das fand ich auch alles immer schön, aber das hat mich musikalisch sehr stark geprägt, sozialisiert. Mhm. Viele Dinge habe ich auch noch rübergerettet in die heutige Zeit. King Crimson vergötter ich immer noch in Phasen. Habe aber Auslöser für mich, Gitarre zu spielen, war eigentlich tatsächlich Mark Knopfler. Den ich weiß nicht, wie alt ich da war, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war ich glaube ich so 10, 11. Und habe halt viel diese Stücke Telegraph und solche Sachen gehört und fand's. Habe damals noch nicht verstanden, dass. Was mir Leute gesagt haben, der kann auch nicht singen. Ja, solche Dinge halt, ne? Wo ich jetzt mit fast 40, mit 40 Jahren würde ich sagen, wie kann man sagen, der kann nicht singen? Bist du bescheuert? Ja. Das ist wie bei Bob Dylan zu sagen, der kann nicht singen. Ja, ja. Vordergründig kann er nicht singen. Ja. Aber der macht Dinge, die ganz die auf einer ganz anderen Ebene funktionieren. Ja. Der schafft, also Mark Knopfler war es für mich in den Teilen, die ich damals so geschätzt habe, dann oft so, was ich jetzt für mich glaube, es verstanden zu haben. Der deutet Dinge an und der Rest passiert in deinem Kopf. Ja. Mit der Gitarre deutet er die Dinge nicht an, da formuliert er die aus und der macht das so fein irgendwie. Und das hat mich einfach damals berührt und habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ja. Und irgendwann dann angefangen auch zu singen, oder gesungen habe ich halt immer schon als Kind. Aber das dann zusammenzubringen, ne? Gitarre und Gesang. Aber die Frage war ja, ob du damals auf irgendwas hinaus wolltest oder so gedacht hast, das soll mein Beruf sein, ich möchte populär werden, ich möchte mal ein Rockstar sein oder was also Beruf oder Beschäftigung, glaube ich, kann das schon sein. Das ist ja tatsächlich immer noch so, dass ich, wenn ich wirklich wählen könnte, würde ich den ganzen Tag Musik machen. Ich mache auch so jeden Tag Musik, aber natürlich nicht den ganzen Tag. Ja. Beruf vielleicht schon populär kann sein, dass man als Kind das auch sich gewünscht hat. Mittlerweile wäre mir das natürlich ein bisschen zuwider. Ne? Klar, das ist halt ein bisschen dieses Übersteigerte. Man begreift es oder möchte es gern als Kunstform haben. Ja. Ne? Und das kann Pop auch sein und was ein großes Publikum anstrebt, aber das wäre dann, glaube ich, eher das, wenn ich mich nicht zugehörig fühle. Oder vielleicht schon Dinge schreiben. Also ich fand es immer faszinierend, die Leute, die für Elvis geschrieben haben und Leute, die im Hintergrund wirken, die Songs für die Typen schreiben und Elvis ist die Projektionsfläche. Keine Rampensau. Also das ist nicht dein Ziel, dass du da vorne auf der Bühne stehst im Spot. Und das sind nicht die Glücksmomente, auch die Musik in dir auslöst, dass du... Nee. Also ich finde das, man entwickelt natürlich eine Routine in gewisser Weise, wenn der Ton stimmt auf der Bühne. Es gibt auch schöne Momente, die annähernd an das rankommen, was im Proberaum passiert. Aber es ist schwieriger. Es hat natürlich auch mit dem Professionalisierungsgrad zu tun. Ne? Wenn man wenn man wirklich wie amerikanische Indie-Bands sich den Arsch abspielt und es auch muss und dieses Selbstverständnis auch hat, das, was ich glaube, was vielen deutschen Bands natürlich auch in vielen Zeiten auch ein bisschen gefehlt hat, ne? Weil man hier in anderer Form oft auch musiziert, dann entwickelt man natürlich einfach eine Wahnsinnsroutine und wird einfach tierisch gut in dem, was man da macht. Ne? Und das war...
das würde ich mir schon wünschen, dass man auf der Bühne dann, auch wenn ich nicht unbedingt immer gerne auf der Bühne stehe, aber wenn man auf der Bühne steht, dass man weiß, dass man das, was man anbietet, dass das auch hörbar ist. Ja. Und dass es den Leuten... Und hast du denn zum Beispiel Singen richtig gelernt? Weil du singst ja sehr, also ich finde dich auch sehr versiert als Sänger, also sehr gekonnt, weißt du denn? Bürgerlich einfach immer gesungen. Ne? Achso, immer hast gesungen. Du nie Gesangsunterricht gehabt, oder? Nee, ich habe halt immer sehr viel Leuten zugehört. Ne? Das war im Gitarrenspiel auch. Ich habe nie Gitarrenunterricht gehabt. Mhm. Ich habe immer nur gehört und geschaut, wie funktioniert das. Mhm. Und dann fängt man halt an. Irgendwann beschäftigt man sich natürlich auch ein bisschen mal mit Noten und solchen Dingen oder mit Musiktheorie. Aber da bin ich nie wirklich in die Tiefe vorgedrungen. Das ist immer auch ein großes Manko noch von mir, dass ich hier gewisse Dinge schreibe, die aber nicht fehlerfrei ausnotieren kann. Und so gehe ich auch nicht in den Proberaum, notierte Dinge dahin geben. So, ne? Das wäre auch sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr das, was ich wählen würde. Mhm. Trotzdem könnte ich es gerne. Ja, das hat eine Faszination. Ich habe ja auch schon mit einer klassischen Musikerin zusammen Musik gemacht. Mhm. Und wir haben jetzt seit Jahren keine Musik gemacht. Also sie hat das alles notiert. Also dieser Konservierungscharakter, das ist natürlich noch wahnsinnig schön. Was mich irgendwann total, ich weiß auch nicht mehr, wann der Punkt war, aber was mich total fröhlich gemacht hat, war der Moment, in dem ich realisiert habe, ich brauche die Gitarre nicht mehr. Ja. Also ich kann die Dinge im Kopf schreiben. Ich weiß, welche Harmonien passieren. Oder wenn ich jetzt Musik höre, ich muss jetzt nicht die Gitarre in die Hand nehmen, um zu gucken, welche Harmonien spielt er da oder sonst was. Und dann ist okay. Das ging halt irgendwann einfach automatisch, ne, dass ich irgendwie mich richtig bewege auf dem Instrument irgendwie oder in dem entsprechend, was ich da höre. So, ne? Ja, ist natürlich geil, wenn man sich so wachsen sieht, sozusagen. Ne? Also das und so. Ist ja auch ein endloser Prozess, ne? Voll. Kann ja immer und vor allen Dingen auch der Zugang zu unterschiedlichen. Also klar, ich bin in Gitarrenmusik beheimatet, aber es ist, mein Interesse ist natürlich auch in ganz vielen Musikbereichen, die ich selber nicht kann. Ja. Ich habe nie in einem Orchester gesessen, trotzdem höre ich sehr gerne Dinge, die dem Kontext entstammen. Ne? Und auch im Jazzbereich bin ich einfach Fan. Ich höre einfach sehr viel, kann aber in meine Musik recht wenig rüber retten. Vordergründig erstmal. Ja. Und was ich so interessant finde, ich meine, du bist ja Sänger und das ist so, bei den Elbentanz finde ich auch extrem hörbar, dieses Uneitle, was du hast. Weißt du? Dass du, was du gerade so als Glücksmoment beschrieben hast, irgendwie das eigentlich loszulassen. Ich finde, das hört man auch so ein bisschen in dem, wie gleichberechtigt sozusagen ihr klingt. Also du spielst dich nicht in den Vordergrund als Sänger. So, was ich mir manchmal so ein bisschen wünschen würde bei den Elbentanz, weil mir fehlt so ein bisschen der Fokus. So, ich finde, das sind so Landschaften, die mich so ein bisschen überfordern, zeitweilig, weil ich einfach sehr, ich glaube, dafür zu begrenzt bin in meiner Wahrnehmung, was so Musik anbelangt. Ich brauche irgendwie immer ein bisschen klarere Strukturen und einfachere Strukturen. Aber das finde ich sehr beeindruckend. So, ne? Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ist aber sehr wahrscheinlich auch ein Punkt, der das Ganze dann ein bisschen schwieriger macht, sich größer vorzustellen. Ne? Weil du brauchst natürlich schon auch einen Typen, der eine gewisse Aura hat, ne? der die Dinge transportieren kann auch. Ne? Wenn ich mir, klar, ich war musikalisch ab einem gewissen Punkt einfach sehr berührt von diesem Buckley-Ding, von dieser Grace, die habe ich irgendwann 96, 97, als sie rauskam, entdeckt. Und das hat musikalisch für mich natürlich, also in dem allem, was er aus der Weltmusik und an Tonmaterial und aus dem Blues halt transportiert. Und da aber so unfassbar drüber hinweg scheint irgendwie. Ne? Mhm. Also abgesehen von seinen Kompositionen, die dann und mit den Leuten, mit denen er Musik gemacht hat, was so nämlich toll war. Das hat mich einfach sehr berührt, dass man dieses unfassbare Talent hat und der Typ hat natürlich einfach auch eine Wahnsinns-Aura, wenn man den auf der Bühne gesehen hat. Ne? Ja. Mit der Hingabe, in der er das gemacht hat und ich habe mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand es irgendwie ganz schön, das zu hören. Ich habe mal mit jemandem gespielt, der ihn wohl persönlich kannte oder zumindest gesagt hat, das haben bestimmt ganz viele Leute behauptet. Ja. Weiß nicht, war halt mit im Proberaum öfter, hat er gesagt und er hatte nur gesagt, das wäre im Proberaum die gleiche Intensität immer gewesen. Mhm. Und das hat mich schon auch sehr, sehr beeindruckt. Ja.
Aber diese Aura hast du auch nicht, ne? Die kannst du, also jetzt mag die natürlich so ein Ausnahmetalent, aber was so, wenn man jetzt die Band Elbentanz nehmen würde und man hätte da einen Sänger stehen, der einfach eine größere Präsenz hat, hätte es, glaube ich, auch vielleicht die Aussicht auf ein bisschen mehr, oder wäre reizvoller, glaube ich, auch für Leute aus der Industrie. Aber ich finde das krass, wie klein du dein Licht oder wie du dein Licht immer dimmst. Oder, so. Oder verstehe ich dich da falsch? Also, nee, ich weiß schon, dass ich gewisse Dinge kann. Aber gewisse Dinge kann ich nicht. Wenn du das hörst, die Aufnahmen, bist du dann stolz oder hörst du dann, was passiert da mit dir? Bist du dann eher, dass du deine Limitiertheit hörst, sozusagen das, was du noch gerne können würdest? Oder was ist das dann? Also erstmal finde ich es schön, dass Dinge fertig werden. Mhm. Welche Qualität die dann auch immer haben, das ist ja auch eine Frage der Perspektive und der Beurteilung. Ich finde gewisse Dinge finde ich toll selber auch. Und es gibt gewisse Dinge, die finde ich nicht so toll. Klar, und das ist halt irgendwie dann nachher beim Abhören und dann ist es auf einer CD drauf oder auf was für ein Medium auch immer. Es ist auch manchmal schmerzhaft, dass man denkt, so, da hätte ich aber ganz gerne nochmal angesetzt. Manchmal finde ich es aber auch, dass es gerade bei dieser neuen Tull-Platte so, die ist live aufgenommen. Wir haben die Gesänge nachher noch drüber gemacht. Und das war bei diesen letzten Tull-Platten eigentlich immer auch so, dass es gewisse Dinge gibt, wo ich gerne auch nochmal rangegangen wäre. Aber derjenige, der es aufgenommen hat, der Holger, den schätze ich total in seiner musikalischen Sichtweise. Und wenn der sagt, du singst aber jetzt nicht mehr, dann ist das in Ordnung. Dann höre ich halt nachher und denke so, ich hätte vielleicht doch noch, aber ich vertraue ihm dabei. Ja, das ist auch wichtig, ne? Dass man so eine Vertrauensebene hat in dem Produktionsprozess. Ne? So ein Regisseur, der so die Gesamtsicht irgendwie dafür hat. Also Gesamtsicht habe ich auch auf die Dinge, ne? Aber man verliert es ja natürlich, während man selber abliefert. Da muss man halt performen und sich darauf konzentrieren und nicht mehr das Ganze hören. Mhm. So, also. Und das ist ein ganz schöner Punkt, finde ich, also den Unterschied dieser beiden Projekte klar zu machen. Also das war eigentlich auch so ein bisschen der Auslöser für mich, dass ich mich irgendwann über mich selber einfach geärgert habe, diese monothematischen Dinge bei Tool. Mhm. Also das musikalisch hat es mich immer glücklich gemacht, textlich, und meine Stimme zu hören hat es mich oft nicht glücklich gemacht. Und da habe ich halt das ein bisschen so empfunden, wie sich selber so einzusperren. Ich habe halt keine Möglichkeit des von außen drauf Guckens gehabt, dachte ich immer, dass das so ist. Und also auch wenn ich die Platten so abhöre, was so mit Stimmfärbungen passiert und gewissen anderen Dingen, wirkt es oft oftmals so 1:1. Also wenig agierend, wie man als Sänger sonst auch agiert, mit verschiedenen Facetten und mit, weiß nicht, wenn es ein bisschen in diesen schauspielerischen Bereich auch geht, ne, wenn man was darstellen Ausdruck wird. Das habe ich jetzt auch akzeptiert. Es gibt einfach Dinge, die sind da so, wie sie sind. Aber es war so ein bisschen der Punkt, wieder umzuswitchen zum Englischen, weil ich gemerkt habe, ich kann dann für mich, oder ich habe gedacht, ich könnte dann besser drauf gucken und kann mehr eine Rolle einnehmen. Und es ist nicht nur so nah mehr dran, einfach der Sprachwechsel auch. Und klar ist im Englischen zu singen auch oftmals, also es ist, Deutsch ist genauso reizvoll, das zu singen, aber es geht mir oft dann tatsächlich auch ein bisschen leichter von der Hand, wenn es im Englischen ist. Und du hast gerade gesagt, du dachtest, dass das funktionieren würde. Hat es denn funktioniert? Nee, ich habe gedacht, es wäre so, also würde mich das schaffen, dass ich so ein bisschen distanzierter zur Musik werde, zu den eigenen Stücken auch. Und das habe ich am Anfang auch so mal öfter erzählt. Mittlerweile merke ich aber, dass das andere mir genauso nahe geht. Und wieso, ich verstehe nicht so richtig, wieso das ein Ziel sein kann, distanzierter auf die eigene Musik zu gucken? Um es besser beurteilen zu können, ob es einen Wert hat oder nicht. Also natürlich war es oft so, dass ich es dann nicht mehr, also es ist, ich kann damit, ich spiele das Zeug für mich auch total gerne allein oder auch mit den Jungs. Das finde ich, macht mich total froh, mit denen Musik zu machen. Das selber zu hören, ist aber wegen dieser Textebene und dieser sehr persönlichen Komponente oft für mich nicht möglich. Ich kann mir das nicht anhören. Also die Deutschen, die Tulp. Genau. Das macht mir. Also, wenn ich das technisch höre, kann ich das hören. Ja. Aber wenn ich irgendwie darüber nachdenke, was das für mich bedeutet, eigentlich, ist es
eher schmerzhaft. Weil du über schmerzhafte Sachen singst oder weil es dir dann nicht so gefällt? Weil es eher über schmerzhafte Dinge, also es ist nicht nur Schmerz, aber es ist aber halt es sehr nah an mir dran. Es gehen einfach Türen auf, die du nicht immer offen haben möchtest, wo du nicht immer genau reinkommen möchtest. Genau. Das ist ein Teil davon mit Sicherheit, ja. Mhm. Es gibt auch Stücke, die oberflächlicher sind, ne? Aber es gibt einige Stücke, die ich meide, auf jeden Fall. Krass. Mhm. Ja. Und, aber bei Appentance wird jetzt auch. Das fand ich jetzt auch, verdammt. Also ich merke, dass das Textliche, dass ich mich da immer in ähnlichen Sphären bewege, dann doch. Weil wenn jetzt, Philipp hat auch Songs geschrieben, Kurt hat Songs geschrieben, Marin hat auch Ideen, also es, und sobald ich aber anfange dazu zu texten, weil ich die auch anflehe, so, liefert mir doch mal einen Text. Und ach so, so, ne? Und du würdest gerne das Texten loswerden? Nee, nicht komplett, aber teilweise fände ich das schon auch mal ganz erstrebenswert, einfach nur ein Instrument zu sein. Ja. Die Stimme, ne, und nicht irgendwie immer was reinlegen zu müssen. Mhm. Klar, man kann, oder ich merke natürlich, dass ich im Englischen formelhafter auch bin. Es ist auch gewisse Formulierungen, Redewendungen passieren, die irgendwie auch so einen starken Anstrich des Oberflächlichen haben. Und dann versuche ich das natürlich zu kaschieren, dann oft auch wiederum, ne, mit, dass ich mich dann doch da auch wiederum in die Tiefe begebe. Und, Aber ja, ich finde. Das finde ich wirklich so besonders, eben dieses, ja, dass du so wenig damit eigentlich raus willst, also, oder dich, weißt du so, dass das sich so... Also bin ich schüchtern, das bin ich nicht. Nicht schüchtern ist der falsche Begriff. Ich habe auch kein Problem damit, auf der Bühne zu stehen. Das ist, Aber es macht dir nicht so viel Freude. Also es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, da muss ich hin und das ist mein Ding oder was weiß ich, so was so viele Musiker vor allem Sänger häufig haben. Ne? Doch, es macht mir schon Freude, aber ich mache das natürlich auch echt schon saumäßig lang. Mhm. Also was mir zum Beispiel keine wirkliche Freude macht, wenn ich habe mal als Gitarrist auch Tourneen gespielt und mal eingespielt, auch auf Plattenproduktionen. Ja. So, das macht mir schon Spaß, aber ich habe für mich da gemerkt, wenn das jetzt wirklich mein Job wäre immer, dann war mir für mich total klar, das macht mir keinen Spaß. Ja. Also ich möchte gerne meine Musik spielen und mit der eigenen Musik hat man natürlich schon auch ein gewisses Frustrationskontinuum, was man so, also jetzt nicht nur was die Erwartungen anging und was so die Resonanz anging, sondern einfach dieser reine Moment auf der Bühne Musik machen und es klingt aber vorne nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, okay. Ich kämpfe mit dem Sound und als Sänger, da habe ich mich, glaube ich, mit Roland auch mal drüber unterhalten, dass es, also wie er singt, ist es natürlich absolut notwendig, dass er sich gut hört und dass er die Gewissheit hat, dass das vorne das rauskommt. Das ist auch, genau, dass die Frequenzen nicht. Ich habe viele Konzerte einfach auch erlebt, wenn man dass man so alles macht als Indie-Band, dann spielt man natürlich auch in vielen Konstellationen, die einfach ungünstig sind. Ne? Das ist auch oft, Tullbiss ist oft eine laute Band auch gewesen und spielt nicht mit einem eigenen Tonmann oft auch, ne? Und da wenn ich Punkmusik mache und es hat auch irgendwie harte, ne, es gibt ja auch Noise-Anleihen in der Musik auch oft, da ist es in Ordnung. Sobald man aber singt, hat es mir oft dann auf der Bühne nur bedingt Spaß gemacht, wenn ich nicht genau weiß, was vorne rauskommt. Ja, ja, und wenn ich mich auf der Bühne schon nicht höre, dann ist der Zweifel angebracht. Dann mache ich halt die falsche Musik dann auch. Ja, verstehe. Und wenn ich das immer als Basis hätte, würde ich das, glaube ich, oft auch... Also mit Marian und Kurt und mit Philipp könnte ich mir schon vorstellen, auch viel zu spielen. Mit denen wäre ich auch gerne unterwegs. Mhm. Aber weil die nett sind, ne? Weil die total nett sind, klar. Aber sind die von Tulp auch, ne? Die sind auch super nett. Der wird veröffentlicht, ne? Jetzt. mit denen könnte ich mir das auch gut vorstellen. Aber da ist es eine andere, also mittlerweile, diese Band gibt es ja auch schon total lang in wechselnden Besetzungen. Und da haben wir uns irgendwann entschieden, wir spielen es so nicht mehr live, sondern es ist ein Studioprojekt geworden. Ja. Damit würde ich auch spielen. Ich gehe jetzt nicht offensiv ins Booking und es gibt ja auch so keine Bestrebung, da jetzt irgendwie an die Industrie nochmal ranzutreten, weil es einfach so nischig ist. Dass und es wird auch das zerstören, was mir die Freude einfach am Musikmachen mit Holger, Hitzel und Carsten gibt halt. Ne? Bei den Elbentanz ist es ein bisschen anders, weil wir wohnen in einer Stadt hier. Das heißt, man kann natürlich auch, hat eine andere Planungssicherheit oft auch so und
Aber unabhängig von der Band, ich könnte mir natürlich schon vorstellen, auch öfter auf der Bühne, dass wir öfter Konzerte spielen. Aber ich brauche für mich dann tatsächlich auch so ein bisschen, da habe ich auch so ein bisschen so eine Zickigkeit natürlich auch. Ja. Die hat sich über die Jahre entwickelt, dass ich... Das ist schon der Sound muss... Das muss halt passen. Es muss irgendwie in Ordnung sein. So, ich kann nicht mehr in jeder Konstellation spielen, sondern werde ich auch oft so, dass mir das dann keinen Spaß macht. Also nicht um jeden Preis, Hauptsache auf die Bühne und... Besser spielen als nicht spielen. Das ist es nicht mehr. Ne? Nee, dafür ist man noch zu alt. So. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Aber das Interessante ist ja dann, dass der Fokus nicht so sehr darauf liegt, auch es anderen zu zeigen, oder? Oder doch, von Zeit zu Zeit hat man schon Bock, das zu zeigen. Ne? Aber klar, da bin ich auch oft ein bisschen selektiv. Also wenn ich jetzt Dinge vorspiele, dann spiele ich halt gewissen Leuten die Sachen vor. Ne? Ja. Und wenn man auf der Bühne ist, freut man sich natürlich erstmal über Publikum, was da ist. Und man kennt ja auch, das kennst du ja halt auch, man spielt leise dann. Ich habe diese Songs ja auch schon alleine gespielt oder im Duo und dann diese typischen Singer-Songwriter-Abende, wo dann irgendwann natürlich Gequatsche ist im Publikum. Stört mich nicht immer, aber manchmal ist es natürlich auch klar, schockt nicht immer. Nee, voll nicht. Manchmal hat man ja auch das Publikum, manchmal hat man es nicht irgendwie so. Ja. Das ist auch immer die, muss man ja gar nicht dem Publikum, sondern ist man einfach selber nicht gut genug. Ja, genau. Wenn Leute anfangen zu reden, so, dann ist es nicht drückend genug so. Genau, der Ansatz ist immer interessant. Ich meine, es hat immer unterschiedlich, ist immer komplex, aber das ist immer am konstruktivsten, sich selber in Frage zu stellen, da kann man was dran ändern. Ich meine, es gibt auch im Publikum immer mal Leute, die einfach nur saufen wollen. Ne? Ja, voll. Da kann man auch mal sagen, verpisst euch. Das habe ich irgendwann mal erlebt, dass du gesagt hast. Ja, das habe ich zweimal gemacht, dass ich wirklich Leute, das ist wirklich explizit. Das fand ich immer peinlich, das zu machen. Aber ich hatte das jetzt bei meinem Festival, Big Slav Utopia, habe ich Leute angesprochen. Weil ich selbst so sehr bei meinen Liedern war. Ich war so konzentriert und so da drin, dass mir das so... Ich konnte das nicht ertragen. Mhm. So, ich konnte nicht anders. Ich musste das sagen. Und ich merkte schon, ich machte bei allen Liedern immer die Augen zu, um die Leute nicht... Die saßen direkt vor der Bühne und unterhielten sich. Da musste ich das. Und einmal habe ich auf so einem Open Mic oder so, was ja eh fast immer scheiße ist, wenn man mal ehrlich ist, so gespielt. Und da hat Jong vor mir gespielt und ich hörte, wie die Leute über Jong lästerten. Und danach kam ich auf die Bühne. Mhm. Und da war ich schon, da habe ich das, da war das nicht so eine Ego-Nummer, dass ich sagte, seid leise und hört mir zu, sondern ich war so sauer über diese Situation, die Gesamtsituation, dass die schon vorher so respektlos, so mach meinen Kumpel nicht an, mäßig. So, ja, aber es ist ja auch immer ein Setting, das ist ja immer eine Frage der Veranstaltung, wie respektvoll überhaupt mit dem Künstler auf der Bühne da umgegangen wird und wie schön das präsentiert ist. Und das ist ja einfach immer sehr wichtig, dass man überhaupt die Chance hat, das Publikum zu erreichen. Ne? Das ist eine Soundfrage, aber auch eine ganz Frage des Lichts, Frage der ganzen Präsentation. Ne? So. Ja, da muss man aber in gewissem Maße natürlich auch irgendwie schonungslos mit sich selber sein. Also wenn man es unbedingt will und man hat es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschafft, dann hat man es auch einfach nicht gebracht. Also man kann ja dranbleiben und weitermachen, ne? Aber es ist... Aber auf der anderen Seite ist es ja auch immer so zufällig. Ne? Es kann ja auch sein, es gibt einfach so viele, die es machen und es ist halt so ein Glücksfall vielleicht, dass dann irgendwas... irgendeine Seite gezupft wird, die plötzlich ganz eine große Resonanz hat und viele Leute zum Schwingen bringt und einen größeren Raum zum Schwingen bringt. Ja, das kannst du immer für eine kurze Zeit schaffen, aber das wirklich über einen langen Zeitraum ne, zu realisieren, das bedeutet schon Klasse, die man haben muss einfach. Ja. Also da bist du ganz, wie soll man sagen, fatalistisch. Ist das fatalistisch? Weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber zumindest realistisch ist vielleicht das richtige Wort. Weiß ich auch nicht, ob es realistisch ist. Weil so einem Urteil ja so wenig die eigene Entwicklungsmöglichkeit noch mit drinsteckt. Zu sagen, okay, ich bin jetzt, wie lange auch immer ich das mache, aber es geht immer weiter und die Welt um mich herum verändert sich auch und vielleicht
passt da gerade was nicht so zusammen, wie es vielleicht in 10 Jahren zusammenpassen könnte oder was weiß ich. Also ja, aber ich sehe gerade, wo wir auch über Bob Dylan und so gesprochen haben, sehe ich diese Art von Qualität, sehe ich, die lässt sich ganz schwer objektivieren. Das ist, glaube ich, auch eine Glückssache, dass ausgerechnet Bob Dylan mit dieser Art von Musik zu dieser Zeit diese Relevanz bekommen hat. Ich glaube nicht, dass das nur in Bob Dylans Fähigkeiten liegt. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich kann es nicht, also dazu kenne ich die Zeit auch tatsächlich zu wenig und auch den Bob Dylan-Kontext zu wenig. Das, was ich davon gehört habe, hat mich, also nee, ich finde auch Sachen scheiße, aber es gibt einfach so viele gute Songs, die er geschrieben hat. Aber es gibt so viele gute Songs von Leuten, die nie irgendjemand gehört hat oder die nie Relevanz hatten. Das meine ich. Weißt du? Ja, ich bin ein bisschen, also ich glaube schon, dass sich Qualität durchsetzt irgendwann. Und wenn dieser innere Impuls da ist, irgendwie, wenn man Musiker ist oder irgendeine andere Kunstform präferiert, dann stoppt dieser Impuls ja nicht. Das heißt, man bleibt immer dran und man wird im Normalfall werden die Leute besser so mit der Zeit und irgendwann kommt einfach ein Zeitfenster, wenn man es will und man sich dessen bewusst ist, wo man sich auch tatsächlich auch entscheiden kann. Klar gibt es auch Glücksmomente, wo Leute aufspringen können, aber das ist ja auch dieses klassische Ding in der Pop oder auch in die Welt, so dass irgendwann hauen sie alle wieder ab. Wo sind sie hin? So, ne? Ja. Das wünschte ich mir, dass Mark Hollis mal wieder singen würde. Ich meine, der hat sehr wahrscheinlich, und der hat ja für sich die Entscheidung getroffen, ich habe alles gesagt und ich ziehe mich zurück oder sonst was. Aber ich bin schon davon überzeugt, das ist vielleicht so ein bisschen eine amerikanische Sichtweise, aber ich glaube, dass sich Qualität durchsetzt im Endeffekt und klar, also, es gibt schon einige Leute, denen ich es auch wünschen würde, wo ich dann auch denke, warum klappt das nicht? Warum funktioniert das? Das verstehe ich nicht. Ja. Warum es nicht funktioniert. Ja. Aber bei den meisten kannst du es verstehen. Würdest du sagen, okay, du sagst manche, weil ich würde das bei den allermeisten sagen, wieso haben die sich durchgesetzt und nicht so viele andere, die ich kenne und viel toller finde. Ja, nee, aber es gibt viele Leute, die ich sehr mag, die große, bedeutende Musiker sind, ne? Ja. In unterschiedlichsten Genres. Ja. Aber ich bin da auch wahrscheinlich gar nicht so bewandert. Aber du musst es ja, klar, es hat ja auch, du musst es ja wollen. Ja. Und das ist ja so ein Künstlerleben, wenn man sich diese, ich weiß nicht, ich habe halt sehr viel in gewissen Phasen Sachen auch wie David Bowie gehört und war im Januar während des Unisonics auch auf der Ausstellung von ihm. Ja. Jetzt auch nicht so, dass ich das dass ich das nur gehört habe, sonst so, aber es hat mich schon auch irgendwie, also auch diese Energie, in der er das gemacht hat und das war ja auch sehr karrieristisch am Anfang, wie er Geld organisiert hat, um Produktionen machen zu können und wie er sich dann als Künstler natürlich entwickelt hat und mit all seinen Brüchen und Schwierigkeiten und auch diesem Nichterfolg in vielen Jahren. Aber er hat es halt tatsächlich auch gewollt. Ja. Und es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die wollen es, die auch Talent haben, die nicht durchkommen, die nicht da in dem Sinne durchkommen, dass sie davon leben können. Aber es schließt sich natürlich die Frage an, was willst du? ja, auf also verschiedenen Ebenen. Also mich interessiert die Frage. Im Proberaum stehen. Ja, das ist die Frage, genau. Das wäre ja so eine mögliche Antwort, die jetzt so ich möchte Fazit aus dem Gespräch. Also. Ich möchte weiterhin Platten aufnehmen. Ja. Das macht totalen Spaß, gerade in diesen Konstellationen. Also ich hatte das ja angedeutet, wie das mit Kurt und Philipp und Marian ist, dass ich das einfach total schätze. Ja. Der Zugang zu Musik und dieses Vertrauen auch so und dass alle so einen Blick auch auf diesen Gesamtsong haben und auf das, was man vielleicht dann als Album im Oktober, November aufnimmt. Das macht mich total glücklich und ich hätte auch nichts dagegen, wenn man dann noch spielt. Ne? Aber der Kern ist da jetzt erstmal, dass ich möchte wirklich ein richtig gutes Album mal aufnehmen. Ja. Das wirklich in sich künstlerisch schlüssig ist, das schön produziert ist, ohne jetzt kalt zu klingen oder sonst was. Ne? Mal heißt, du hast dieses Album noch nicht aufgenommen in deinem Leben, was du noch aufnehmen möchtest. Nicht in einem in sich abgeschlossenen Ding. Das ist, also es gibt Sachen, die ich irgendwie in Ordnung finde.
Aber ein in sich geschlossenes Ding würde ich, aber das wird ja sehr wahrscheinlich nie passieren. Das ist ja auch was, was einen ein bisschen weiter treibt, ne? Dass, ja, man das, dass man das die machen will. Halt. Die Möglichkeiten werden ja auch größer. Also man, ja, man kann in mit tolleren Leuten arbeiten. Man selber, mhm, hat einen besseren Blick auf Musik und oder meint man zumindest, mhm, dass man den hat. Ja. Man kann sein Ego ein bisschen zurückstellen in vielen Bereichen auch, um das wirkliche Wichtige in den Vordergrund rücken zu können. So, ne? Aber gibt es denn auch irgendwas darüber hinaus, über deine eigene Lust am Musizieren, was du in Leuten auslösen möchtest mit deiner Musik? Also praktisch so eine Resonanz, also nach draußen. Gibt es da irgendwie einen Willen, irgendwie, was in deiner Musik liegt, was du bei einem möglichen Hörer auslösen? Ich freue mich schon, irgendwie, wenn das Leute, also wenn jetzt diese Platte von Tool veröffentlicht wurde oder auch das, was man an Resonanzen auf diese erste Alpentine-CP bekommen haben, so, da bin ich nicht total entkoppelt. Das freut mich, wenn das Leute mögen. Ja. Und bei Tool freut es mich natürlich auch, weil es schon so lange der Fall ist, dass es diese Band gibt und dass man merkte, da gab es so verschiedene Phasen immer mal wieder, wo es ein bisschen mehr Leute angezogen hat, wieder weniger. Und aber die Leute, die dann tatsächlich auch nach Jahren immer noch mal irgendwie anfragen oder diese Platte dann kaufen oder dann irgendwas dazu schreiben zu einer neuen Platte, das freut mich natürlich irgendwie. Ja. Das finde ich schön. Und es freut mich auch total, wenn dann Leute dabei sind, die ich selber irgendwie auch sehr schätze als Musiker, die ich früher nicht kannte, aber wo ich dann irgendwie merke, ich habe deren Musik mal gehört und dann kommt man dabei in Kontakt mit denen und ja, da ist so eine Ebene, dass man das gegenseitig irgendwie schätzt und vor allen Dingen auch versteht und auch darum wieder auch so einen Anknüpfungspunkt findet, um Dinge, über die man reden kann, wodurch man besser wird. Und ja. Und es geht dir dann vorrangig darum, dass das Leute mögen. Also das ist dann schon, dass also wenn Feedback kommt oder so. Oder gibt es auf einer abstrakteren Ebene irgendetwas, was du in Menschen auslösen willst? Also dann wieder so ein bisschen kunsttheoretischer, weshalb macht man das? Also will man irgendwas verändern? Gibt es irgendeinen Veränderungsdrang? Irgendetwas, was man mit der Kunst auslösen möchte, sozusagen? Nee, eigentlich ein Wohlbefinden. Oder auch, also ich mag ganz gerne auch sinistere Momente. Ich stehe total auf Abgründe und solche Dinge. Die spiegeln sich natürlich auch immer in der eigenen Musik wieder. Das ist das, was mich irgendwie als Hörer auch oft fasziniert. Dinge, die ich eben nicht verstehe, da bleibe ich halt hängen. Sei es musikalisch oder auch textlich, wo ich nicht sofort folgen kann, dann versuche ich mich da festzubeißen. Oder warum mich eine gewisse Sequenz in der Musik so berührt, versuche ich dann natürlich zu verstehen. Ohne die jetzt für mich kaputt zu analysieren. Ja. Aber und klar, das ist irgendwas auch, was ich selber auch oft in der eigenen Musik versuche, ne? Dass man irgendwie eine gewisse Harmoniefolge, die man toll findet und die man dann irgendwann bricht. Aber merkt, es ist dann nicht interessant, also da, jetzt sind wir wieder ganz stark bei dem, was du in der Musik willst, aber das Außen interessiert da einfach gar nicht. Also das, sondern das ist, du hast dieses Bild ganz am Anfang schon gesagt, da gibt es dieses weiße Blatt oder diese Leere in dir als Urzustand und da gibt es halt keinen Willen drin. Ich möchte gerne, was weiß ich, jetzt bei mir irgendwelche politischen Wünsche oder irgendwie diesen Urzustand des Glücks, des Entstehenlassens von einem Song, des Loslassens, das irgendwie transportieren, dass Menschen Ähnliches empfinden, wenn sie das hören oder ich weiß nicht was. Das weiß ich nicht, ob man das kann. Also eine andere Form des Glücks, also das ist... dass es genossen werden kann, das wünsch ich mir schon. Ich finde es aber auch oft auch immer spannend, einfach Punkte zu schaffen, wo es wo man für Irritationen sorgt und solche. Also das ganze Spektrum finde ich halt interessant. Was bei mir textlich, wenn jetzt zum Beispiel auf so eine politische Ebene spricht, ich bin selber ein sehr politischer Mensch auch, also jetzt nicht im Sinne von agierend, aber denkend. Und mag auch diesen politischen Austausch mit Freunden oder auch das passiert auch in der Band. Vielfach. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wirklich, weiß nicht, substanziell das in Kunstform zu gießen. Das fällt mir ganz schwierig. Also ich bin da recht monothematisch, was die Texte angeht. Weil du das selber nicht magst, es zu hören, oder weil du nicht die Worte findest für dich, dass du das elegant oder für dich
dass es dir gefällt, wenn du es ausdrücken würdest. Mhm. Ich könnte es, glaube ich, selber nicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass es, wenn es passiert, mich in den seltensten Fällen wirklich bewegt hat. Also ich fand es oft so, ich habe heute noch einen Artikel auch gelesen über diese, im Kontext dieser ganzen AfD-Geschichte, die jetzt gerade wieder läuft und mit den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Das ging, glaube ich, um eine Doku im Bereich rechtsextreme Musik, und da fiel auch der Name Arschhutzing auseinander. Ja, okay. Ja. Also an sich finde ich das immer gut, wenn sich Musiker auch, die eine gewisse Strahlkraft haben, für politische Inhalte auch eintreten oder versuchen, die Leute zu sensibilisieren für gewisse Themen. Aber es hat, also künstlerisch bewegt es mich meistens nicht. Mhm. Ich denke das sowieso. Oder meines Auftrags. Das ist, ja, ich kann es in seltensten Fällen sagen, wo mich Dinge, die einen politischen Unterbau hatten in der Musik, die mich wirklich bewegt haben. Ich fand die Zappa-Geschichten oftmals lustig. Es hat natürlich immer eine Ebene gehabt von sich lustig machen über gewisse Dinge, die überzeichnen, in einer wahnsinnigen Virtuosität alles spielen zu können auch und mit einem Sarkasmus zu versehen. Aber da war in vielen Teilen tatsächlich auch so, weiß nicht, wenn man zum Beispiel den Blick auf die Musikindustrie nimmt, hatte das natürlich auch immer eine gewisse politische Dimension auch, oder also da eine Business-Vision, aber es gibt wenig Künstler, bei denen mich das bisher, vielleicht habe ich es auch nicht kennengelernt, vielleicht war ich auch einfach zu dies betreffend. Das ist auch einfach nur eine Position gerade, die ich jetzt irgendwie, ich kann mich im Moment gerade nicht erinnern an irgendwas, was diese Strahlkraft hätte. Ja. Gut, oder? Ich musste jetzt rückblickend sagen, ich will hier nicht so neunmal klug sitzen. Ich habe immer Ja gesagt, wenn du Names gedroppt hast. Nee. Ich kenne fast keinen von den, von den Sängern und so. Ich kenne mich ja ganz wenig aus in der Musikgeschichte. Ganz wenig. Bin überhaupt ganz niedrig gebildet diesbezüglich nur. Aber ich werde ganz viel googeln. Ich höre mir das nochmal an. Jetzt. Das ist ja das Schöne an dem Internet. Ne? Das ist jetzt wie so ein Hypertext, den wir jetzt hier produziert haben. Man kann es leider nicht direkt verlinken. Man könnte das ja bei YouTube so einfügen. Kannst du direkt klicken. Also die Mühe ist ja mache bekannt, ich nicht. Das können, ich, oder? Können die Leute ja selber machen. Ja. Frank Zappa kenne ich. Aber sonst das meiste nicht. Du sagst das immer so selbstverständlich, und eigentlich hätte ich mal einhaken müssen und erklär mal. Aber jetzt, ich habe mich irgendwie cooler gefühlt, einfach nur zu nicken, zu sagen, ja, jetzt mal Musiker wie unterhalten uns selber. Ich kenne wirklich nicht viel. Okay, dann musst du aber wirklich sagen. Das waren jetzt, glaube ich, keine Namen, die so wirklich versteckt sind. Also nein. Mark Hollis ist der Sänger von Talk Talk. Siehst du, kennst du zum Beispiel. Die Band Talk Talk kennst du. Ja, vom Namen, aber auch nicht. Okay. Ja, siehst du, also ich, wie gesagt, also es ist wirklich, man muss wirklich ganz unten ansetzen bei mir. Okay. Aber das wollte ich zumindest nur noch gesagt haben am Ende, um nicht hier so alt genug da zu sitzen und immer nur genickt. Und jetzt fühlt sich, und jede Hörerin, jeder Hörer hat sich jetzt schlecht gefühlt. Und, oh, wer ist das denn? Keine Ahnung, aber die kennen das. Das muss ich eigentlich auch kennen. Okay. Ich verbrüder mich jetzt mit den einfachen, sehr, sehr einfachen Hörerinnen und Hörern, die diese Podcasts hören. Ja. Nee, aber vielen Dank, Kai. Das war doch eine Reise. Wie lange haben wir denn gesprochen überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Ich kann das hier nicht lesen. Weil der Marian wollte nämlich noch ein Bierchen mit uns trinken. Ich fahre vielleicht noch nach, aber das alles später. okay, vielen Dank, Kai. Und, ja, vielen Dank fürs Quatschen. Die Angst war unberechtigt, hoffe ich. Die Angst war nicht begründet. Oder rückblickend jetzt. Fast. Das weiß ich nicht, ich werde es mir bestimmt nochmal anhören. Und okay, vielleicht noch mehr Angst bekommen, rückblickend. Ja. Nein, glaube ich nicht. Ja, vielen Dank, und euch allen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ein schönes Weihnachtsfest, frohe Ostern. Und oder alles, was ihr jetzt feiert in den nächsten Tagen, soll schön werden. Alles Gute, und es kommen weitere Podcasts. Ihr könnt euch freuen. Tschüss. Hier stoppt man das denn jetzt hier?